Diese Bahn fährt nicht auf Rädern. Magnetfelder tragen sie. Magnetische Wechselwirkungen ermöglichen eine hohe Fahrtgeschwindigkeit ohne mechanische Berührung des Unterbaus. In vielen Gebieten verwendet die Technik den Magnetismus. Auf Magnetbändern werden Fernsehsendungen aufgezeichnet und auch ein kleiner Kompass mit seiner Kompassnadel ist ein magnetisches Gerät. Ob nun eine Kompassnadel oder etwa ein Stabmagnet, jeder Magnet besitzt Stellen mit besonders starker Anziehungskraft, wie uns das dieser Versuch hier zeigt. Diese Stellen besonders starker Anziehungskraft nennen wir Pole. Wir unterscheiden Nordpol und Südpol. Magnetpole üben aufeinander Kräfte aus. Und zwar stoßen sich gleichartige Pole gegenseitig ab, zwei Nordpole, ebenso zwei Südpole stoßen sich ab. Verschiedenartige Pole dagegen ziehen sich an, ein Nord- und ein Südpol oder auch umgekehrt. Um die magnetischen Wirkungen in der Umgebung eines Magneten zu untersuchen, verwenden wir zahlreiche kleine Magnete, die wir hier unter einer Abdeckplatte angebracht haben. Wir schauen uns mit diesem Spiegel hier diese Versuchsanordnung genau von oben an. Diese kleinen Magnete haben Nordpole, die durch die Pfeilspitzen gekennzeichnet sind. Das sind also jeweils die Nordpole dieser kleinen Magnetchen. Ich bringe nun einen Stabmagneten hier auf. So. Dann sehen wir, dass sich diese kleinen Magnetchen einordnen. Sie zeigen uns den Verlauf, die Struktur des Magnetfeldes an. Wir können das Magnetfeld beschreiben durch magnetische Feldlinien. Diese Feldlinien haben die Richtung, die jeweils durch die Nordpole, also durch die Pfeilspitzen der kleinen Probemagnetchen angegeben wird. Die magnetischen Feldlinien kommen am Nordpol aus dem aufgesetzten Stabmagneten heraus und laufen zum Südpol herüber. Aus anderen Untersuchungen weiß man, dass magnetische Feldlinien immer in sich geschlossene Kurven sind. Die magnetischen Feldlinien laufen daher innerhalb des Magneten vom Südpol wieder zum Nordpol zurück. Was uns dieses Experiment zeigt, ist ein ebener Schnitt durch das Magnetfeld. Tatsächlich umgibt das Magnetfeld jedoch den Magneten nach allen Seiten. Es umhüllt gewissermaßen den Magneten. Wir müssen uns also das Magnetfeld räumlich denken. Die Richtung der jeweiligen Feldlinie gibt die Kraftrichtung auf einen Nordpol eines Probemagneten an. Außen laufen die magnetischen Feldlinien vom Nordpol zum Südpol. Im Inneren laufen sie wieder zurück, sodass sich geschlossene Kurven ergeben. Wir fassen zusammen. Unser heutiges Thema lautet Magnetfeld des elektrischen Stromes. Zunächst einmal haben wir ein paar Grundtatsachen des Magnetismus zusammengestellt. Der Verlauf eines Magnetfeldes kann durch Feldlinien dargestellt werden. Der Nordpol ist die Austrittsstelle der magnetischen Feldlinien, der Südpol ihre Eintrittsstelle. Was hat das Magnetfeld aber nun mit dem elektrischen Strom zu tun? Durch diesen Draht leite ich nachher gleich einen kräftigen elektrischen Strom. Zunächst aber streue ich etwas Eisenpulver auf die durchsichtige Platte. So.
Ich schalte nun den Strom ein, und zwar so, dass er von oben nach unten durch diesen Draht fließt. Ich klopfe diese Platte etwas. Ah, und wir sehen recht schön, dass sich dieses Eisenpulver zu Ketten anordnet. Das Magnetfeld, das durch dieses Eisenpulver angedeutet wird, umschlingt ringförmig den stromführenden Draht. Um nun die Orientierung des Magnetfeldes zu bekommen, bringe ich eine Magnetnadel hier in den Feldbereich. Der Nordpol der Magnetnadel zeigt ja immer in die Richtung des magnetischen Feldes. Wir bekommen also dadurch die Richtungsorientierung. Wir sehen also, dass das Magnetfeld ringförmig um den stromführenden Draht herumgeht. Der Strom fließt von oben nach unten und die magnetischen Feldlinien umschlingen den Draht in dieser Richtung. Nicht nur in der hier dargestellten Ebene, sondern auch an anderen Stellen, in anderen Ebenen, umschlingt das Magnetfeld den stromführenden Draht in Form von in sich geschlossenen Kreisen. Um die Richtung des Magnetfeldes zu bestimmen, gibt es eine ganz einfache Merkregel. Ich brauche nur den Daumen meiner rechten Hand so zu halten, wie der Strom durch den Draht fließt, in unserem Fall also von oben nach unten, dann umschlingen die übrigen vier Finger meiner rechten Hand, wenn ich sie krümme, den stromführenden Draht in der Richtung, in der das Magnetfeld den Leiter umschlingt. Machen wir mal die Probe auf diese Regel. Ich schalte den Strom dann in der umgekehrten Richtung ein, sodass er also von unten nach oben fließt. Dann muss, wenn unsere Regel stimmt, das Magnetfeld diese Richtung haben, also nach rechts gehen vor dem Draht. Ein Nordpol einer Magnetnadel muss dann entsprechend nach rechts abgelenkt werden. Versuchen wir es einmal. Ich schalte den Strom jetzt ein. Na, Sie sehen, es stimmt genau. Das Magnetfeld hat die von uns vorhergesagte Richtung. Das Magnetfeld sieht also jetzt in der Weise aus, der Strom kommt von unten nach oben und die magnetischen Feldlinien entsprechen wieder Kreisen, die den Leiter umschlingen, jetzt mit der entgegengesetzten Orientierung. Hier haben wir uns das Magnetfeld, das sich um einen stromführenden Draht aufbaut, mit Hilfe von einigen Feldlinien nachgebildet. Auch bei einem gekrümmten Leiter bekommen wir in sich geschlossene Feldlinien, die den Leiter umschlingen. Biege ich nun den Leiter zu einer Leiterschleife zusammen, betrachten wir also das Magnetfeld eines Kreisstromes. So. Dann treten die magnetischen Feldlinien auf der einen Seite der Kreisebene aus und münden auf der anderen Seite in die Kreisebene wieder ein. Ein Experiment dieser Art haben wir uns hier vorbereitet. Diese Leiterschleife bildet, bis auf eine kleine Unterbrechung hier unten, beinahe einen geschlossenen Kreisring. Ich lasse nun einen kräftigen Strom durch diesen Ring fließen und erleichtere den Eisenteilchen durch Klopfen die Orientierung. So. Ja, wir sehen nun recht deutlich diesen ringförmigen, erwarteten Feldlinienverlauf, vor allen Dingen hier in der Gegend, an der der stromführende Draht durch diese durchsichtige Platte durchstößt, da erkennen wir sehr deutlich den ringförmigen Feldlinienverlauf. Wir stellen nun zunächst im Modell und durch einen elektronischen Trick mehrere derartige Kreisströme hintereinander. Dann müssen sich ihre Einzelfelder überlagern. Sie müssen ein Gesamtfeld ergeben. Wie dieses Gesamtfeld aussieht, das untersuchen wir hier an dieser Drahtspirale.
Wir schalten den Strom durch diese Spule ein und beobachten nun die Eisenteilchen. Wir sehen recht deutlich, dass sich diese Eisenteilchen hier im Spuleninneren zu parallelen Ketten formieren, die parallel stehen zur Spulenachse. Ich bringe nun, um das Magnetfeld mit seiner Richtungsorientierung zu prüfen, einen Stabmagneten in das Innere herein. Der Nordpol richtet sich sofort nach rechts aus und zeigt, dass die Feldlinien im Spuleninneren nach rechts gerichtet sind. Das Magnetfeld hat also im Spuleninneren einen weitgehend parallelen Verlauf. Es handelt sich um ein homogenes Feld, ein homogenes Magnetfeld im Spuleninneren. Die Austrittsstelle der magnetischen Feldlinien auf der rechten Seite ist der Nordpol, die Eintrittsstelle ist der Südpol der stromdurchflossenen Spule. Wir polen jetzt den Strom um. Beachten Sie bitte den Stabmagneten. Er hat sich gerade gedreht. Ich bringe die Schwingung nun wieder zum Stehen. Der Nordpol zeigt jetzt nach links. Der Magnet hat sich um 180 Grad gedreht. Jetzt ist der Nordpol auf der linken Seite und der Südpol auf der rechten Seite entstanden. Wir ergänzen das ebene Feldlinienbild wieder zu seiner räumlichen Gestalt. Wir erkennen, dass ein Nord- und ein Südpol einer Spule immer kombiniert auftreten müssen. Denn da die magnetischen Feldlinien in sich geschlossene Kurven sind, gehört natürlich zu einer Eintrittsstelle der magnetischen Feldlinien, also zu einem Südpol, auch wieder eine Austrittsstelle, also ein magnetischer Nordpol. Es ist nie möglich, einen Nordpol für sich alleine oder einen Südpol für sich alleine zu erzeugen. Nord- und Südpol treten immer gemeinsam auf. Wir haben uns damit nun einen Überblick über die Struktur des Magnetfeldes, also über seinen Richtungsaufbau verschafft. Wir wenden uns jetzt der Frage zu, wie stark die magnetischen Wirkungen einer stromdurchflossenen Spule sind. Um dieser Frage nachzugehen, beobachten wir die Drehwirkung auf den Magneten, der sich im Spuleninneren befindet. Zunächst ist die Spule stromlos, der Magnet steht quer zur Spulenachse. Das Eisenpulver ist in Kettenform von dem Versuch vorhin noch liegen geblieben. Wir lassen nun allmählich einen wachsenden Strom durch die Spule fließen. Die Stromstärke beobachten wir hier mit diesem Zeigerinstrument. Wenn der Strom fließt, dann wird auf den Magneten ein Drehmoment ausgeübt. Der Magnet wird aus seiner anfänglichen Lage herausgedreht. Und zwar umso stärker, je größer, je stärker der Spulenstrom ist. Der beträgt jetzt etwa 0,5 Ampere. Je größer der Spulenstrom gemacht wird, umso stärker ist die Drehwirkung, ist das Drehmoment, das auf den Magneten ausgeübt wird. Genaue Untersuchungen haben dabei folgenden Zusammenhang ergeben. Erstens, die magnetische Wirkung einer Spule, zum Beispiel das Drehmoment,